So, da sind wir wieder. Jawohl. Das schmeckt ja umso besser, je länger man das köchelt. Man darf das nur nicht vergessen. Das ist mir auch schon mal passiert. Oh, das ist gefährlich. In der Tat, das kann dann nicht nach hinten, sondern nach oben losgehen im Prinzip. Oh ja. Ja, was aber haben alles in Sicherheit. Sie ja, haben alles in Sicherheit gebracht. Ja, ich habe mir da im Prinzip nach dem ersten, habe ich die Ecke, sag ich mal, kacheln lassen. Und da kann jetzt im Prinzip nichts mehr passieren, auch wenn das mal, sag ich mal, ein bisschen länger steht. Jawohl. Im schlimmsten Fall kriegen es dann die Katzen. Das ist denen ja egal meistens. Ach Gott, erst wenn sie satt werden. Ja, da komme ich ja schon nicht zu kurz. Ich brauche ja nicht mehr so viel, ne? Sie teilen mit den Katzen. Nein, natürlich. Das muss ja gemacht werden. Sonst können die einem ja nicht so drollig unterhalten. Das stimmt, da haben Sie recht. Ja, also mein Name ist Breitour von der Elite Premium Service AG. Und Sie, Herr Vorderziege, hatten sich im Internet auf unsere Gewinnaktion angemeldet für den Edeka-Einkaufsgutschein. Diese Auslosung, die steht noch aus und Ihre Teilnahme, die hat sich bereits gelohnt. Denn hier sind noch weitere Preise ausgelost worden und dabei haben Sie eine Reise für zwei Personen nach Paris gewonnen. Ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Sollte Ihnen Paris als Reiseziel nicht so gefallen oder Sie eben aufgrund der aktuellen Corona-Situation lieber in Deutschland verreisen, dann können Sie sich den Wert auch gerne auf eine andere Reise anrechnen lassen. Ja, Sie kriegen einfach erstmal die Reiseunterlagen zugeschickt. Das ist großartig. Da darf man denn, ich hab jetzt keinen Gedanken dran verschwendet, halt auch wegen der Katzen. Darf man denn im Moment überhaupt noch, sag ich mal, reisen tätig werden? Oder ist das schon eine Ordnungswidrigkeit? Naja, Sie müssen ja nicht sofort Koffer packen. Sie kriegen einfach erstmal die Unterlagen. Nee, das ist ja auf keinen Fall ja sofort. Momentan habe ich das noch im Kopf nicht, dass der Herd anbleibt. Nee, das geht ja nicht. Ja, wegen dem Virus muss man erst mal gucken, wie sich das überhaupt weiterentwickelt. Und Sie haben ja dann in den Unterlagen die Kontaktdaten dabei. Da können Sie mit dem Reiseunternehmen einfach selber mal Rücksprache halten. Ich hoffe ja, das ist irgendwann mal wieder vorbei, weil seitdem das jetzt, sag ich mal, so in die Höhe geschnellt ist, sag ich, verlasse das Haus ja nur noch, wenn es unbedingt notwendig ist. Ich habe ja schon versucht, die Katzen irgendwie abzurichten, weil der Bäcker ist nicht weit, aber das verstehen die nicht, was die machen sollen. Und ich ernähre mich jetzt halt hauptsächlich von Ofenkäse, weil der ist halt sehr lange haltbar, weil Reis und Nudeln bekommt man ja nirgends mehr, das ist ja überall ausverkauft. Ausverkauft bei Ihnen? Ja, sind da alle ziemlich am Hamstern. Ach Gott. Ja, das ist schrecklich. Also ich habe ja auch mal Hamster gehabt, aber ich habe das nie so übertrieben wie die Leute. Genau. Nicht wahr? Ja. Und wie machen Sie das so? Also man hat einen kleinen Vorrat da, aber Hamster muss ich deshalb nicht. Nein. Ich meine jetzt so mit den Sicherheitsvorkehrungen, weil man weiß ja nie, wer da an der Tür steht. Die könnten ja alle infiziert sein im Prinzip. Am besten zu Hause bleiben. Wenn man nicht raus muss, dann sollte man es lassen. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht. Also ich habe ja früher, das ist ja gefühlt schon lange her, beim Katastrophenschutz gearbeitet. Ich habe im Prinzip immer die Badewanne gefüllt, falls sie das Wasser abstellen, weil das kann ja auch, wenn da das Virus ins Wasser kommt, dann muss das ja abgestellt werden. Und habe jetzt auf dem Balkon, da sag ich mal, alle Gefäße aufgestellt, mit denen man dann im Prinzip im Bedarfsfall Wasser akkumulieren kann. Also ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt. So für den Moment im Prinzip. Nur die Karotten wollen nicht wachsen. Ich habe da so einen Versuch unternommen. Aber ich fürchte, ich habe die falsche Erde verwendet. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Denen ist jetzt zu kalt. Den ist es jetzt schon zu kalt. Das kann natürlich auch sein, weil im Schwarzwald, da ist das ja nicht gerade Maledivien-Temperaturen, nicht wahr? Richtig. Ja. Sie bekommen einfach erstmal die Reiseunterlagen zugeschickt. Wie gesagt, da können Sie mit dem Reiseunternehmen selber Rücksprache halten. Ja. Und mit dem Virus muss man einfach erstmal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Ich gleich nochmal die Daten ab, damit es ordentlich bei Ihnen ankommt. Die gehen dann an Herrn Hans-Joachim Vorderziege.
Ja, wie der Ziegenbock. Ja, vor der, genau, Also vor wie, der Ziege. also quasi auch wie hinter der Ziege, nur halt vorne. Das ist, Nur vor der Ziege, das war, genau. das hat jetzt mehr, das sollte eigentlich eine Erklärung sein. Ich glaube, das hat das eher verkompliziert. Da neige ich gerne Nee, mal ich weiß zu. schon, wie Sie das meinen. Das hat es nicht verkompliziert. Das ist gut, Ja, weil ich will ja in den Leuten nicht zur Last fallen. Nein, das machen Sie nicht. In 76534 Baden-Baden Ja. an der Bildeiche 81. Ja, das ist richtig. Sind Sie schon mal Gut. in Baden-Baden gewesen? Ja, aber schon sehr lange her. Ist schon was her? Ja, ist schon lange her. Ja, das wird alles umgebaut. Genau. Das sollte Bauen, Bauen eigentlich heißen, statt Ach Gott. Baden-Baden. Bin ja mal, wenn ich Ja. mich irgendwann mal wieder raustrauen kann, haben die hier wahrscheinlich auch einen Flughafen hingebaut. Ach Gott, so schnell ist der nicht fertig, das dauert Jahre. Ja, deswegen ja, ich hoffe ja nicht, dass wir so lange dann, sag ich mal, uns wie die Maulwürfe eingraben müssen. Okay. Das ist Und ja alles. Habi, bitte? Ihr Geburtsdatum der 1.4.1949, ist korrekt? Ja, das ändert sich ja zum Glück nicht. Da würde ich ja verrückt werden. Okay, dann passt das soweit alles. Dann bekommen Sie die Unterlagen zugeschickt. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie es nutzen, auf jeden Fall ein paar schöne Tage. Und bei Ihrer Teilnahme, da wurden Ihnen ja noch ein paar Fragen gestellt. Jetzt wollte ich Eine hat aber Sie gerade unter. noch mal fragen. Sie sagten jetzt Paris, auch wenn ich da jetzt noch nicht hin kann. Was beinhaltet das denn? Wie, das dann dahin fliegen und übernachten oder was soll ich da machen? Also die näheren Informationen kriegen Sie vom Reiseunternehmen zugeschickt, Ja. ja. Und wenn da eine Frage ist, können Sie, wie gesagt, einfach selber nochmal Rücksprache halten. Das sind 3 Tage. Und Paris ist, glaube ich, gerade eine heikle Sache. Da muss man zu Corona-Zeiten, glaube ich, momentan nicht hinreisen. Nee. Sie können sich da ja selber dann was anderes aussuchen. Wenn sie noch leben Ja. würde, da würde ich das Schwiegermonster dahin schicken, aber vor der habe ich zum Glück jetzt schon 16 Jahre meine Ruhe. Das sind die Gut. besten Nachrichten dieses Jahr. So, ich muss mir gerade mal einen Rum aufmachen, da muss man drauf trinken. Prost. Zum Wohl. Was, mögen Sie Ja. auch einen? Sie sind ja meine Glücksfee. Ihre Glücksfee. Na, aber rum ist mir zu stark. Was ist das denn? Wollen Sie lieber ein stilles Wasser? Ach, na ja, das ist schon wieder zu schwach. Ja, dann irgendwo in der Nehmen Sie Mitte. bitte. Genau, ich Irgendwo nehme in die der Mitte. Mitte. Ich mache Ihnen einen Kaffee. Das ist gut. Ein bisschen Das ist Spaß muss gut. sein. Das stimmt. Ja, und bei Ihrer Teilnahme, da wurden Ihnen ja noch ein paar Fragen gestellt. Eine hatten Sie unter anderem mit Ja beantwortet, die da lautete, ob Sie gerne Rentenmillionär wären. Ich hätte dabei auch nicht Nein gesagt, wer wäre das nicht gerne? Ja, ich wollte Und gerade da habe ich. fragen. Da gibt's ja wahrscheinlich wenige, die Nein draufdrücken. Richtig. Ja, wer wäre das nicht gerne? Und da habe ich noch was für Sie, denn ich darf 98 Teilnehmer zu unserer Sonderaktion Bonus Royal Plus einladen. Die geht am 15. Dezember los. Und da haben Sie dann jeden Tag die Chance, eine Rentenmillion zu gewinnen und Sie können sogar noch Geld sparen Haben dabei. Sie Ja. 89 gerade gesagt? 98 Teilnehmer dürfen mitmachen. Nee, das ist an der Bildeiche 81, nicht 98. Nicht, dass wir uns Das da ist die falsch Ha verstehen, nicht wahr? Das ist die Hausnummer. Ich Ja, meinte ja. aber, 98 Teilnehmer dürfen mitmachen. Ja, ich Ach hatte jetzt nicht die so. Hausnummer gesagt. Aber das 98 ist das Teilnehmer. dann auch unter, also unter Einhaltung von den Abstandsmaßnahmen, ja, weil sonst will ich Sie da. müssen da nirgendwo hinkommen. Sie können sich einfach erstmal anhören. Ich erkläre Ihnen das mal kurz, weil Sie kennen es ja Ja, nicht. ja. Wie gesagt, Sie haben das Glück dabei zu sein und nehmen dann täglich gleich mit 200 Tipp rein. Das sind 6.000 Gewinnchancen im Monat in dieser kleinen Gemeinschaft hier. Also nur Sie und 97 weitere am Spiel um die Rentenmillion teil. Das hat also nichts mit Faber, NKL oder SKL zu tun. Das ist unsere Bonusrunde hier. Oh, ja. Zusätzlich gehen dann jeden Samstag Ihre ganz persönlichen 7 Glückszahlen noch mit an den Start. Somit haben Sie auch die Chance auf den Rentencheckpot im Alleingang. Ja. Im Gewinnfall erwartet Sie dann eine monatliche Rente in Höhe von 3.333 Euro. Die ist übertragbar und auch vererbbar, Ja. denn die wird dann 25 Jahre lang gezahlt. Wenn ich mal Das so lange noch leben würde. ist eine lange Zeit. Wäre eine coole Sache, wenn es klappt.
Und Sie sind noch bei unserer spannenden Zusatzchance im Gesamtwert von 5.000 Euro mit dabei. Wir verlosen gleich im ersten Monat unter allen Neukunden 50 mal 100 Euro. Vielleicht haben Sie auch da zu Beginn gleich Glück. Und alle diese Gewinnchancen hier garantiert Ihnen Ihre exklusive Bonus Royal Card Plus. Das ist ein Produkt der Elite Premium Service AG, die ich heute auf Sie persönlich ausstellen darf. Und damit können Sie sich beim Online-Einkauf auf tolle Rabatte freuen und bis zu 35% beim Einkaufen sparen bei ganz vielen Firmen und viele zusätzliche Vorteile noch. Also gibt es dann, das sind jetzt 3.000 Euro und dann davon nochmal 30% weniger? Das ist ja aber ein schlechter Schnitt für mich. Nee, also die Rente, das sind 3.333 Euro ich hol mir, monatlich. Ich bin ja gar nicht auf so ein Gespräch. Ich hole mir gerade mal was zu schreiben. Ich kann mir das gar nicht alles merken. Das müssen Sie sich nicht merken. Wenn Sie Ihre Chance nutzen, kriegen Sie das sowieso per Post schriftlich zugeschickt. Ja, bis dahin habe ich das ja alles wieder vergessen. Ich muss auch noch mal die Suppe umrühren. Ich hole mir mal eben was zu schreiben. Haben Sie noch eine Minute? Ja, ich... Bin sofort wieder bei Ihnen. Ja. Stunde noch, dann bist du fertig. Das sieht gut aus. So, da bin ich wieder. Jawohl. So, in einer halben Stunde ist das Gulasch fertig. Ja, so lange braucht man nicht. Nee, aber das kann, muss ja dann anständig begossen werden. Okay. Ja, also wie gesagt, 98 Teilnehmer dürfen hier nur mitmachen. Sie sind jeden Tag mit 200 Tippreihen dabei. Ja, zu gewinnen gibt es die Rente, 25 Jahre Ente? Lang 3.333 Euro. Ja. Und Sie können halt mit der Karte beim Einkaufen sparen, da gibt es Rabatte bis zu 35% und viele zusätzliche Vorteile noch. Ja, wo das denn? Ja. Ich habe jetzt, sag ich mal, hier nicht so die Auswahl. Das sind ganz viele verschiedene Online-Geschäfte, ist von A wie Apotheke bis Z wie Zoohandlung für jeden was dabei. Ha, Apotheke ist sehr gut, da muss ich sehr oft hin. Ja, und wie gesagt, können Sie einfach beim Einkaufen noch Geld sparen damit. Wichtiger Punkt, sicher erstmal Ihre Frage auch, was setze ich denn ein dafür? Was kostet mich der Spaß dann überhaupt? Das ist ja wichtig. Ja, mit einem kleinen Betrag von gerade mal 1,33 Euro am Tag sichern Sie sich die tägliche Chance auf die Rentenmillion. Im Monat ergibt das einen fairen Einsatz von nur 39,80 Euro. Und zunächst 3 Monate läuft unsere Aktion erstmal. Also kurz und überschaubar. Ich möchte Sie nicht zum Dauerspieler machen. Und wenn Sie Ihre Chance nutzen, dann sind Sie sogar schon ab Erhalt der Unterlagen bis zum offiziellen Start an den Samstagen vorweg mit Ihrem persönlichen Tipp kostenfrei dabei. Da können Sie dann sogar schon Vorabgewinne erzielen. Es ist mal was Besonderes. Ich kann nur sagen, probieren Sie das einfach mal. Sie werden überrascht und begeistert sein. Nennen Sie mir doch mal bitte Ihre 6 Glückszahlen. Herr Vorderziege, zwischen 1 und 49. Haben Sie irgendwelche Glückszahlen oder einfach aus dem Bauch? Welche darf ich für Sie eintragen? Hallo? Hallo? Ja? Ja, Entschuldigung, ich war gerade so in die Todesanzeigen in der Zeitung vertieft. Habe ich was verpasst? Na, haben Sie mir zugehört, wie ich es Ihnen erklärt habe? Ja, zugegebenermaßen war ich gerade erschüttert, weil die Frau Miller gestorben ist, habe ich hier gerade erfahren. Sie sollten mir doch zuhören und nicht Zeitung lesen. Ja, das muss ja alles gleichzeitig gemacht werden. Ich habe meine Zeit ja auch nicht gestohlen. Nein, ich auch nicht. Ja, sehen Sie, ich werde aber nicht bezahlt für meine Zeit. Ja, also ich wollte Ihnen hier eine Freude damit machen. Ich kann Ihnen das nur anbieten. Ich habe nichts davon, ob Sie das nutzen oder jemand anders bekommt. Ja, 3 Monate läuft unsere Aktion hier zunächst erstmal und Sie sind dann in der Zeit jeden Tag mit 200 Tippreihen bei der Verlosung mit dabei. Ja, und das Ganze für nur 39,80 Euro im Monat. Haben Sie denn irgendwelche Glückszahlen oder einfach aus dem Bauch? Welche darf ich für Sie eintragen? Nehmen wir mal Ihren Geburtstag. Nö, das sind ja Ihre Glückszahlen, nicht meine. Ja, aber Sie sind ja die Glücksfee.
Ja, wir können die von Ihrem Geburtstag nehmen. Die 1, die 4 und die 49. Ich bin ja nicht selbst verliebt. Na, denn aus der Familie, Wann Kinder, Enkel. hat denn die Frau Merkel Geburtstag? Wissen Sie Oh, das? das weiß ich nicht. Das Schade. weiß ich nicht. Sonst hätte ich die genommen, weil die hat unser Land ja ins Licht geführt. Ins Licht. Ja. Die hat ja im Prinzip mal meinen Dackel gerettet. Das ist aber schon ein bisschen her. Das ist eine ganz lustige Geschichte gewesen. Da ist im Ja, aber ich Prinzip muss die jetzt hier wissen, bei ob Sie mal uns die in 2 Monate mit dabei sind, Herr Da Vorderzieger. ist die Frau Merkel hier zum NATO-Gipfel in der Stadt gewesen. Ich wollte mir das angucken. Und da ist der Dackel, der hat es nicht so viele Menschen haben. Und der ist da vors Auto bei ihr gelaufen. Und die hat den halt noch den Dackel gesehen. Und die haben halt abgebremst. Sonst wär der schon vor langer Zeit verstorben im Prinzip. Und deswegen habe ich da ja so eine Lebensschuld im Prinzip. Nicht Also ich wahr? müsste einfach mal wissen, ob Sie die 3 Monate mitmachen, Herr Vorderzieher. Was denn? Jeden Tag mit 200 Tüpreien bei der Verlosung, um diese Millionenrente mit dabei zu sein. Habe ich Ab jetzt nicht 15.12. verstanden. Ab 15.12. geht's los und 3 Monate läuft unsere Aktion zunächst erstmal. Kurz und Also überschaubar. dann bis zu meinem Geburtstag. Ja, das geht bis, also 15.12. geht's los und die 3 Monate dann zunächst bis zum 14.3. Also Mathematik ist noch nie meine Stärke gewesen. Da müssen Sie nicht mathematikstark sein. Es Nee, sind einfach nee. mal 3 Monate. Ja, aber das ist ja im Prinzip auch schon wieder 60 Tage. Da kann man ja schon einiges verlieren in der Zeit. Sie sollen sich was gewinnen. Nee, Es ich soll Ihr meine, Glücksbringer sein. ja, sind sie ja. Ich meine jetzt halt, es ist halt schon riskant, sich da mit so vielen Leuten zu treffen. Sie müssen sich doch mit niemandem treffen. Sie kriegen die Unterlagen per Post nach Hause und Sie sind automatisch jeden Tag mit 200 Tippreihen dabei. Da brauchen Sie nirgendwo hinkommen. Sie treffen sich mit keinen Leuten. Sie kriegen einfach die Unterlagen per Post nach Hause. Und was mit denen? Da sind doch noch fast 100 andere. Wo sollen die denn herkommen? Oder was sollen die dabei machen? Ich Ja, die verstehe sind das alles einfach. nicht. Sie sind einfach jeden Tag mit 200 Tippreihen bei der Verlosung mit dabei. Und 98 Teilnehmer dürfen in dieser Kleingemeinschaft nur mitmachen. Und wer da gewinnt, der spart dann beim Einkaufen. Nee, der kann die Rente gewinnen. Wie gesagt, Die 25 Ente? Jahre lang 3.000, die Rente 3.333 Euro monatlich. Ja, Die können Sie gewinnen. da freue Sind ich Sie mal mich mit dabei, drüber. die, sind Sie mal mit dabei, die 3 Monate? Wie meinen Sie? Ob Sie die 3 Monate mal mitspielen? Ist das denn? Es kostet 39,80 € im Monat und Sie sind dann automatisch jeden Tag mit 200 Tippreihen dabei bei der Verlosung. Die Annegret Karrenbach ist auch gestorben, lese ich gerade. Kannten Sie Also, die? Das ist die Frau vom Bäcker gewesen. das ist mir egal. Ich hab hier kennen die Hallo? Leute nicht. Sie können, wie Ich können Sie kenne. denn so herzlos sein? Die Frau hat immer zu Weihnachten für die Kinder gebacken. Ja, ich kenne die Leute aber nicht. Und es ist traurig, wenn jemand gestorben ist, gar keine Ja. Frage. Ja, egal wer es ist. Aber Hitzlers haben Nachwuchs bekommen. Oh, da muss ich fast einen Kuchen backen. Oh, da müsste ich einkaufen gehen wegen Herr Butter. Vorderzieger, Ja? haben Sie mir zugehört? Wobei denn? Sind Sie mal die 3 Monate mit dabei? Nee, der ist vorgestern erst auf die Welt gekommen. Das ist noch keine 3 Monate. Die Wir haben den beenden das, Johann glaube ich, an der getauft. Stelle. Nee, wir beenden das jetzt an der Stelle. Sie kriegen die Reiseunterlagen zugeschickt. Ich habe eine kurze Frage zum Schluss. Herr Vorderziege, dann erlauben Sie mir bitte noch eine Frage zum Abschluss. Darf die Elite Premium Service AG Sie in Zukunft per Brief, E-Mail und SMS über attraktive Angebote informieren? Ich habe jetzt nicht verstanden, was Sie meinen. Darf die Elite Premium Service AG Sie Ja. in Zukunft per Brief, E-Mail und SMS über attraktive Angebote informieren? Also jetzt wegen der Reise, ja? Nein, generell bei interessanten Angeboten. Was wäre das denn zum Beispiel? Weiß ich nicht, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Es geht einfach nur darum, ob wir uns melden dürfen.
Also wenn Sie, sag ich mal, so Sachen mit Haustierbedarf haben, da würde ich mich, sag ich mal, sehr freuen. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, wenn Sie das Ja, es dazu geht. schreiben, also ich habe im Nein, das Prinzip schreibe ich nicht Katzen dazu. und ein Degu. Das schreibe ich nicht dazu, weil es kann ja nur Ja oder Nein eintragen. Melden dürfen wir uns. Ja, dann ist das in Ordnung. Aber nur wenn Sie dann wieder anrufen, weil das ist eigentlich mal das schönste Gespräch bis heute. Nee, also das ist per Brief, per E-Mail oder SMS. Aber das ist schlecht, weil ich kann ja nicht mehr so gut lesen. Also Telefon wäre schon am schönsten. Es ist ganz unverbindlich. Melden dürfen wir uns? Nun gut. Dann wünsche ich, also ist ein Ja, ja, melden dürfen wir uns. Ist in Ordnung. Gut, dann wünsche ich alles Gute und schönen Tag Ihnen noch. Reiseunterlagen kommen in 3 bis 6 Wochen. Nicht wundern, wenn es ein bisschen dauert. Ja, Alles und Gute und schönen Tag Ihnen noch. weswegen hatten Sie jetzt angerufen? Ich habe den Sinn überhaupt nicht verstanden. Na, Sie haben diese Reise gewonnen. Sie kriegen die Reiseunterlagen Ja, per Post zugeschickt. da war ja Und was. mit dem anderen haben Sie mir ja nicht wirklich so richtig zugehört. Ich wünsche Ihnen alles Gute und schönen Tag noch. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ich mal die Suppe machen. Komm mal her, mein Süpplein. Du musst ja umgerührt werden. Komm mal her. Jetzt hat sie endlich aufgelegt. Ich dachte, die hört sich das noch länger an. Schön wieder da zu sein, meine Freunde.